Hallo liebe Mitspieler, ich bin's, der Jules. Und das hier sind die News mit Jules. World of Warcraft Legion bekommt endlich seinen lang erwarteten Zwischenpatch 7.1.5. Das Kuriose daran ist aber gar nicht der Patch selber, sondern die Tatsache, dass die englischen Patchnotes so voll mit Schreibfehlern und falschen Satzzeichen waren, dass es schwierig war, da überhaupt eine sinnvolle Info rauszuziehen. Auf die deutschen Patchnotes hat man diesmal gleich komplett verzichtet. Das ging sogar so weit, dass Community Manager Josh Allen eine offizielle Entschuldigung auf Twitter postete und versprach, dass das zu 100% nicht mehr vorkommen wird. Zu dem Patch selber: dieser bringt wie gehabt zahlreiche Veränderungen an den Klassen und Klassenfähigkeiten und verändert außerdem den Umgang mit Artefaktwissen dahingehend, dass es nun einfacher werden soll, seine Zweitcharaktere im Spiel zu unterhalten. Außerdem ebnet der Patch den Weg für den großen neuen Raid, die Nachtfestung. Dieser erscheint dann nächste Woche Mittwoch. Hype! I have learned patience, tolerance and faith. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Mal ehrlich, die 150 bzw. 51 ursprünglichen Pokémon waren doch schon irgendwie die coolsten, oder? Das sieht zumindest auch der Redditor namens Corpet so, denn der hat die kleinen Taschenmonster nun in Hearthstone-Karten verwandelt, komplett mit eigenen Werten, Schlachtrufen, Fähigkeiten und so weiter. Das legendäre Eis-Pokémon Arctos zum Beispiel kostet zwar 10 Mana, ist aber auch extrem mächtig, hat 12 Gesundheitspunkte und sorgt dafür, dass alle anderen Minions auf dem Schlachtfeld vereist werden und auch vereist bleiben. Also Hobby-Deckbauer werden da wahrscheinlich ihren Heidenspaß haben, aus diesen Karten neue Decks zu kreieren. Ein bisschen schade ist vielleicht, dass die Entwicklung der Pokémon dabei gar keine Rolle spielt, sondern jede Karte ist komplett für sich unabhängig und alleinstehend. Ob wir diese Karten jemals in Hearthstone tatsächlich sehen werden, das ist wohl sehr, sehr zweifelhaft. Aber trotzdem ist es eine echt coole und kuriose Idee. That's just a fun! Die Sims 4 Vampire heißt das neue Gameplay-Pack für die Sims 4 und das erscheint am 24. Januar 2017 und sorgt dafür, dass unsere Sims Vampire werden können. Das Ganze geht dann einher mit bestimmten Vampirbedürfnissen. Vampire müssen nämlich Plasma trinken. Das kann man entweder kaufen, anbauen oder ahnungslosen, schlafenden Sims abzapfen. Wenn man sich allerdings gut mit denen versteht, dann kann man sie wohl auch freundlich bitten, ob man mal beißen darf. Dazu kommen dann noch besondere Fähigkeiten. Vampire können andere Vampire verwandeln und können wohl auch selber bestimmte Formen oder Gestalten annehmen. Genauere Details dazu gibt es derzeit noch nicht. Sims lassen sich im Editor als Vampire kreieren und das Vampir-Gen lässt sich auch vererben. Es wird also auch Vampir-Kinder geben. Dazu kommt eine neue Welt namens Forgotten Hollow. Die ist dann vom Thema auch dem ganzen Vampir-Kram angepasst, so gruselig und so. Und dann gibt es auch ganz viele neue Gegenstände, die man kaufen kann, unter anderem natürlich Särge. So, das war's für heute mit den News. Zum Schluss gibt's aber noch ein wenig Eigenwerbung. Ihr kennt ja sicher unsere One GameStar PCs. Die werden nun angetrieben von Intels schnellsten Kaby Lake Prozessoren. Den Core i7-7700K gibt's jetzt im GameStar PC Ultra mit GTX 1070 und im GameStar PC Extreme mit GTX 1080. Unsere XL- und Pro-Ausführungen kommen jetzt mit dem Core i5-7600K Prozessor. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr also sowieso vorhattet, aufzurüsten, dann holt euch diese Power! So, das war's für heute. Bis morgen. Ciao.